Herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 des Hüttengrund-Funk-Podcasts. Und heute sprechen wir ganz viel über Neuheiten. Mit dir dabei ist der Markus. Grüß Gott. Ja, nee, ich darf ja gar nicht Grüß Gott sagen. Da habe ich ja mal einen richtig Ärger gekriegt, ne? Also bei uns heißt Glück auf. Genau, Glück auf. Ich habe auch nichts mit Bayern zu tun, sondern das, ist immer, das rutscht immer so raus. Na, also nicht, dass wir was dagegen hätten, aber hier bei uns, wir sind Glück auf. Also Glück auf. Ja. Genau. Ja, wir sprechen heute ein bisschen über Neuheiten. Aber zuerst mal, wir sind jetzt auf Apple Podcast, stehen wir jetzt zur Verfügung mit unserem Podcast. Das hat ein bisschen gedauert, aber da würde ich euch bitten, lasst doch mal eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn euch der Podcast gefällt und doch vielleicht den einen oder anderen Kommentar mal, ne, dass wir wissen und ein bisschen Feedback von euch kriegen. Feedback könnt ihr auch da lassen, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an funk@auhagen.de. Auch das kommt direkt bei uns an. Ja, über was sprechen wir heute? Wir wollten uns mal über das Thema Neuheiten austauschen. Das sagte ich schon, dann gibt es einen neuen Neuheiten-Modus. Das werdet ihr spätestens mitkriegen, wenn die Neuheitenblätter rauskommen. Und es gibt nochmal wichtige Informationen zur nächsten Messe. Genau. Ja, Markus, wir haben jetzt entschieden, Neuheiten laufen jetzt ein bisschen anders. Erzähl doch mal. Ja, was heißt anders? Wir haben einfach gesagt, wir veröffentlichen nicht mehr die komplette Palette an Neuheiten für das gesamte Jahr, sondern wir haben ja auch voriges Jahr so zwischendurch schon manchmal das ein oder andere noch zusätzlich gebracht, wo es am Anfang des Jahres nicht ganz klar war, für uns kommt es noch, schaffen wir es noch. Und dieses Jahr haben wir es halt so, dass wir sagen, wir kündigen erstmal nur die Neuheiten an, die bis Juli in den Handel kommen werden. Und alles, was dann in der zweiten Jahreshälfte kommt, das wird dann im Sommer angekündigt, wenn wir dann 100% sicher sein können, wir schaffen das auch mit der Produktion. Ja. Zwischendrin kommen da wieder ein paar geheime Sachen, ein paar geheime Neuheiten. Geheime Neuheiten sind auch dabei, ja. Na klar. Wie gesagt, wo man einfach jetzt noch nicht 100% wissen kommt, oder es gibt ja auch Sachen, ja, die sind schon angedacht, aber wir müssen erstmal gucken, wie sich gewisse andere Sachen abverkaufen lassen oder wie sie überhaupt ankommen. Ne? Oder es gibt noch ein paar Probleme in der Entwicklung oder bei der Produktion, wo man sagen, dort sind wir noch nicht auf dem qualitativen Stand, den wir unseren Kunden halt bieten wollen. Ja, und da immer schon was ankündigen und dann musst du das auf Biegen und Brechen rausbringen. Wenn du deine Liefertermine nicht halten kannst, ist es auch immer nicht schön, dann haben sich die Leute drauf gefreut. Genau. So, und einfach den Anspruch, den wir an uns selber haben für die gewisse Qualität, dem wollen wir gerecht werden und deshalb sind manche Sachen einfach noch, ich sag mal, unter Verschluss. Richtig. Im Kämmerchen wird bei uns, oder besser gesagt, auch in der großen Kammer der Produktion wird dran gearbeitet. Und wenn wir dann wissen, es funktioniert und das ist auch die Qualität, die wir uns vorstellen, dann gehen wir damit an die Öffentlichkeit. Und dann werdet ihr natürlich dann als erstes auch wieder hier im Podcast darüber informiert, was man genau kommt. Das ist ein guter Hinweis, als erstes im Podcast. Tatsächlich ist es jetzt das erste Mal, dass wir über Neuheiten sprechen, oder? Nach außen im Podcast, ja. Genau. Es gibt noch mal morgen dann ein Video, da komme ich dann am Ende noch mal drauf, auf YouTube zu sprechen. Da haben wir dann den Auhagen-Treff, da könnt ihr euch das, über das wir gerade sprechen, auch noch mal sehen. Na, aktuell müsst ihr euch mit dem, was wir sagen, eher zufrieden geben. Aber morgen seht ihr es dann auch im Video. Genau, morgen wird es dann im Video erklärt. Ne? Die Neuheiten sind auf der Webseite schon zu sehen. Ja. Genau, also ihr könnt nachgucken jetzt schon. Ja, die sind da auf jeden Fall schon verfügbar. Aber einfach von Bildern und Texten ist immer so eine Sache, wenn man einfach noch mal ein paar Worte dazu sagen kann, erklärt sich das ein oder andere einfach besser. Richtig. Und ich würde jetzt sagen, wir fangen mal mit den H0-Neuheiten an. Unser Headline-Thema, wir haben ja zwei große Themen dieses Jahr, einmal im H0-Bereich, einmal im TT-Bereich. In N ist dieses Jahr ein bisschen was anderes, da kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen. Und im Bereich der Neuheiten in H0 ist dieses Jahr ja eher ein ländliches Thema, sonst haben wir immer viel Stadt oder gewerblich gemacht. Genau. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir machen wieder mal was richtiges Ländliches. Und zwar geht es da um ein Fischerhaus an einem Weiher. Genau. Na, also wir hatten vor 2 Jahren hatten wir das Thema Bekuhlung. Ist lauter so eine, alles was da drum gehört. Gewerbliche Themen noch, halt. Genau. Ne? Die letzten Jahre hatten wir auch viel Schmidtstraße. Ja. Und dieses Jahr haben wir gesagt, jetzt ist wieder mal die nächste Richtung dran. Und da haben wir halt hier so ein Thema Fischerhaus mit Hofladen und so ein Bootshaus mit Slipanlage. Und das Fischerhaus ist halt wirklich in der ländlichen Gegend. Kannst du das überall hinstellen, steht oftmals da so.
Und aus meiner Sicht sieht wunderschön aus wieder. Ja, ne? Das ist wirklich ein geworden. Schönes Ensemble geworden. Na? Und ja, wie TT kommen wir noch drauf, ist ein Thema. In N wird es auch, das ist auch so Richtung Thema, was dann kommt, aber das verraten wir später mal noch. Gucken wir dann mal, was ich dir noch entlocken kann. Ja. Wir haben ja drei Bausätze, wenn ich es richtig sehe. Ne? Also wir haben einmal das Fischerhaus mit Wohngebäude. Genau. Na, das ist dieses Haupthaus. Dann haben wir das Bootshaus mit Slipanlage, was man da so anbauen kann. Das sind Boote dazu? Ja, na, das sind zwei Boote dazu. Also bei dem Fischerhaus nochmal, da ist der Schauer dazu. Das kommt ein Vordach für den Hauseingang ist dabei. Es sind die Fensterläden dabei. Und bei dem Hofladen, der ist jetzt, sagen wir jetzt hier, auf den Bildern ist er dekoriert als Fischverkauf. Das liegen dem Bausatz oder dem Artikel aber mehrere Dekorationen bei. Also wir werden dort auch nicht nur Fisch haben, sondern da gibt es dann auch Gemüse. Es wird was geben Richtung Metzgerei, also Fleisch, halt so wie es jetzt doch oftmals üblich ist, dass ja die Bauern auch jeder so seinen eigenen Verkaufsstand hat. Genau, ne? Genau. Und dem, sagen wir, wollen wir einfach das nachempfinden. Und wie gesagt, also bei dem Hofladen kannst du dann mehrere Sachen bauen. Es ist jetzt nicht nur, also wer jetzt sagt, nee, Fisch ist gar nicht meins, es gibt auch andere Dekorationen. Und bei dem Hofladen ist das Schöne, das sind ganz viele Sachen dabei. Ne? Das kommt auf den Bildern immer nicht so richtig rüber. Ja, stimmt, aber das war viel Einrichtung dabei, ne? Genau, das sind noch Räucherofen ist dabei, die Regale sind drin, Verkaufsstände, der Tisch, Stühle, die Feuerschale. Also, dass du da wirklich eine schöne Gestaltung damit machen kannst. Für die Neugierigen jetzt, die ins Internet mal gucken wollen, ne? Das Fischerhaus ist die Artikelnummer die 11474 und der Hofladen die 11475. Genau, und abrunden wird es dann die 11476. Genau, das ist dann, ja, genau, mit dem Bootshaus. Bootshaus, richtig. Und das Bootshaus ist jetzt hier bei den Bildern, ist das Bootshaus direkt an das Wohnhaus quasi angebaut. Also das muss nicht so sein, ne? Beide Sachen können auch separat für sich stehen. Deshalb halt auch der getrennte Bausatz. Und in dem Bootshaus, da haben wir auch ein Bild drin, wo man mal reinschauen kann, was da alles drin ist. Also hast du auch wieder sehr viel Inneneinrichtung mit Schränken, mit Werkbank, mit den Schraubstöcken sind mit drin. Und es ist soweit vorbereitet. Man kann mit unserem Motor dieses Bootshaus auch wieder so umgestalten, dass man eine Bewegung reinbringen kann. Also ähnlich wie wir es in der Spielanlage kennen, genau, kann man hier über die Feldbahngleise das Boot dann ziehen. Genau. Mhm. Liegen die Feldbahngleise in einem der Sets bei? Die Feldbahngleise sind bei dem Bootshaus mit dabei. Sind dabei, ne, die zwei Boote. Ne, ein Boot kann mit einem Außenbordmotor ausgestattet werden. Und was ich besonders auch schön finde bei dem Bootshaus, ist der Steg mit dabei. Ja. Ne, und der Steg jetzt hier, das ist ja alles ja noch Handmuster. Und der Steg jetzt hier, das sind die Fässer noch rund. Wir machen aber neue Fässer, die halbrund sind, weil beim richtigen Steg schwimmt die Fässer ja zur Hälfte im Wasser. Das ist bei den Booten ja auch so. Ne? Die sind ja unten glatt, damit die auf der Oberfläche stehen, aber aussehen, als würden die im Wasser sein. Genau so ist es. Na, dafür sind sie so weit gemacht. Wobei die Ruderboote heutzutage, die einfachen, die sind manchmal so flach. Also da, wenn du über den Ententeich schipperst, da musst du aufpassen. Ne? Da ist nicht viel. Die Welle kommt. Ja. Apropos Welle, das passt ja dann sehr gut zu unserem Weiher, den wir letztes Jahr gebracht haben. Den kann man ja dann, wer den einmal gebaut hat, könnte dann sozusagen den Fischladen und den Fischverkauf und das Fischerhaus kann man dazu bauen, auch wenn der Weiher jetzt schon verlegt ist, also dadurch, dass die Boote halt so glatt sind oder der Steg so angepasst ist, dass man es quasi auf die Wasseroberfläche aufbringen kann, muss man da jetzt nicht irgendwas ausschneiden oder sowas, sondern man kann das an das bestehende Gewässer einfach integrieren. Du hast Inneneinrichtung angesprochen, Inneneinrichtung ist ein gutes Thema und schöne Überleitung zu einer weiteren Ausstattung, die wir jetzt rausbringen, diesmal in einem Baukastensystem Grundmodell gab, und zwar die Kfz-Werkstatt-Ausstattung. Ja. Ist das dieselbe oder ist das ein bisschen anders? Also das ist schon anders. Es sind vor allen Dingen auf jeden Fall neue Farben. Wir haben hier einfach oftmals den Wunsch angetragen gekriegt, ich hätte gern die Kfz-Werkstatt. Das stimmt. Aber das ohne das Gebäude. Auch ganz oft, ne? Ja, und das kam jetzt so oft auch auf Messen, dass wir gesagt haben, okay, wir stellen jetzt hier mal ein Sortiment zusammen und haben verschiedene Sachen, die in einer Werkstatt, also muss ja nicht Kfz-Werkstatt sein, klar, die Hebebühne ist in der Kfz-Werkstatt. Genau. Aber alles andere kann auch in anderen Werkstätten sein oder in Bahnbetriebswerken findet sich das auch immer wieder. Also eine breite Auswahl an Möglichkeiten, wo ich es einsetzen kann. Und da haben wir jetzt hier eine
Vielzahl von Artikeln einfach mal zusammengesucht und das auch mit neuen Farben belebt, was jetzt, sag mal, in der Werkstatt sein könnte. Ne? Also die Kisten, die Fässer, ja, Gasflaschen zu oft danach befahren, Feuerlöscher, Werkzeuge oder kleine Ofen, der ist auch immer sehr beliebt. Der kleine Ofen ist damit dabei. Und ja, der Trend geht nur immer weiter dahin. Das reden wir ja schon seit Jahren jetzt, ne? Genau. In die Innengestaltung. Und damit können wir dort in den nächsten Schritt wieder weitergehen. Die Artikelnummer ist hier, die 41682. Also für diejenigen, die jetzt mal ins Netz gucken wollen, 41682, die Artikelnummer. So, wir haben sowieso dieses Jahr nochmal viele kleine Sachen ein bisschen auszustatten. Noch eine etwas größere Geschichte ist die neue Einfriedung. Die haben wir nochmal neu gemacht, ohne die Stehen, dass die Stehen in der Mitte so genau. Rumgehen. Ja. Nochmal ein bisschen flacher. Ja, das sind so alle Sachen, die sind zum Teil, es ist eine Farbvariante, zum Teil sind es auch Formvarianten. Die Neuheiten, wo wir jetzt sprechen, die viel für die Ausgestaltung sind, die sind auch alle schon ab März lieferbar. Genau. Also die werden, denke mal, Stand jetzt auch Anfang oder Mitte März soweit sein, dass wir sie dann anfangen können, in den Handel zu geben. Und deshalb ist jetzt hier sehr viel dabei, was eine neue Farbe gekriegt hat, aber halt schon dafür bei Zeiten lieferbar ist. Ja. Ja, ja, Einfriedung waren wir jetzt. Es gibt ja schon eine Einfriedungsmauer, genau, die zum Baukastensystem, sagen wir, damals dazugekommen ist. Und die Wände, die wir jetzt gebracht haben, die sind von der Art her ein bisschen kleiner, sind ein bisschen feiner. Es gibt aber auch wieder ein Tor dazu und den Eingang. Hier bei dem sind die Säulen nicht separat. Dadurch sind es weniger Teile, ist damit preislich in einer anderen Liga, sage ich mal, wie die andere Einfriedung. Mhm. Ne, die ist halt einmal hochwertiger, hat damit ja auch einen anderen Preis, sodass wir hier halt für jeden irgendwie was anbieten können. Hat vor allem den Vorteil, dass man, ich weiß ja noch, die aus der alten Einfriedung muss man ja auch die Stehen selber zusammenkleben und dann auch immer den richtigen Punkt erwischen, dass das passt. Also das ist hier dann deutlich einfacher. Das ist hier deutlich einfacher. Ne? Die Wände sind aus dem Ganzen. Ja. Ja, und der Spritzling hat verschiedene Längen in der Segmente und damit kann ich natürlich dann flexibel wieder bauen, was ich brauche. Ist das Tor wieder Lasercut? Das Tor ist Lasercut. Ja. Ja, beides, das Tor und auch das kleine und das große Tor sind Lasercut-Varianten. Okay, Artikelnummer hier ist die 41681. So, dann, ich würde sagen, wir gehen nochmal zu den kleinen Teilen, bevor wir nochmal zum Fahrzeug kommen, was noch kommen wird. Wir haben die Figuren der Verkehrskontrolle drin. Das sind die aus der Verkehrskanzel, ne? Jein. Nein, also jein, nein. Die Art und Weise der Verarbeitung oder der Herstellung ist wie die in der Verkehrskanzel. Also die Figuren dann bei uns 3D gedruckt. Daher sind sie auch unbemalt. Die Art und Weise, wie die Figur dasteht, ist aber neu. Wir haben jetzt hier eine Situation von einer Verkehrskontrolle. Mhm. Ja, also wir haben ja einen, der gerade jemanden rauswinkt, einer, der gerade einen Zettel oder die Papiere kontrolliert, der kann genauso gut am Auto stehen und einer, der so ein bisschen in der Hocke ist, hier auf dem Bild, was wir jetzt haben, kontrolliert er gerade ein Fahrrad. Ja, genau. Ja, und der kann aber genauso gut an einem Fahrzeug stehen und guckt, ob die TÜV-Plakette noch in Ordnung ist oder ob es Blinklicht geht. Und das ist natürlich als Ergänzung auch mit gedacht, dass man einfach die Situationen in Städten beleben kann. Und das ist aber trotzdem wieder dem nachempfunden, also der eingescannt wurde, ist dieser echte Polizist. Genau, ja. Das ist unser Helmut. Genau, unser Helmut. Der da wieder Model stehen durfte. Ne? Und ja, das war eine lustige Aktion. 41679 ist hier die Artikelnummer. So, jetzt haben wir noch drei Sachen, die ja wirklich Zubehör sind. Wir fangen mal mit den Bierfässern an, die wir von unserem Multicar kannten, von dem M25 war es, glaube ich, ne, mit Ladehilfe aus dem Minicar-Segment. Genau, ne, und die Fässer, dort gab es natürlich schon wieder die Fragen, ja, ich gibt's möchte gerne die Fässer, genau, gibt es die einzeln als Erweiterung oder einfach halt als Beladegut auf Laderampen. Wer eine Brauerei hat, kann die natürlich dort mit einsetzen und deshalb die Fässer einfach. Das sind 20 einzeln. Stück in der Packung, ne, mit der 41684. Ja. So, dann ein ganz verrücktes Produkt, wo ich total erstmal orientieren musste, wo die überhaupt hingehören. Das sind die Außenwandheizer aus der Schmidtstraße. Und die gab es früher tatsächlich in den Stadthäusern, wenn die Gasöfen drin waren. Genau. Ne? Ja, dass das irgendwohin
abströmen konnte, das Abgas, das da entsteht. Naja, das sind die Außenwandheizer halt, die innen waren. Also ich kenne das noch von meinen Großeltern, ja. Die haben das dann auch nachgerüstet. Die hatten halt bis dahin normal Kachelofen und haben mit Kohle geheizt. Und dann später gab es die Möglichkeit, nachdem auch in den Städten Gasleitungen gelegt waren, oftmals über so einen Außenwandheizer, sag mal, die Wohnung warm zu bekommen. Stadtgas aus Verkoksung. Ja. Meistens das. Ja. Da wurde dann auch später einfach Erdgas genommen. Ja. Also das gab's so und so. Und der Vorteil für die Städte war natürlich, dass die Belastung durch den Kohle richtig. Abluft dann weniger war. Also das sind so ein paar Sachen, wenn man sich mal dran zurückerinnert als Kind, wenn man so im Winter mal durch die Städte gegangen ist und alle haben geheizt und es war so eine drückende Situation vom Wetter her. Ja. Ich glaube, da reden wir jetzt hier wirklich, haben wir wirklich gute Luftverhältnisse. Ich kann mich da echt gut erinnern. Die hatten auch diese Heizkörper, die da innen waren, die hatten auch so Startknöpfe. Ne? Also das war, das ist doch... Ja. Und wie gesagt, so für die Epochen 3, 4 auf jeden Fall. Genau. Na, da war das sehr viel. Man sieht es auch heute zu Tage noch, wenn du durch Städte fährst, gibt es durchaus noch Häuser, die jetzt noch nicht saniert worden sind. Da sind die noch dran, ja. Da sind sie noch dran, die jetzt an der Außenfassade noch nicht neu gemacht wurden. Oder bei vielen sieht man das jetzt zumindest, man hat so noch das Quadrat, wenn es zugeputzt worden ist wieder. Ja, genau. Das Loch war. Ja. Ja, also das ist die 41680, da sind 24 Stück drin. Ja. Außenwandheizer. So, und dann was öfters nachgefragt worden ist, und jetzt bin ich sogar begeistert, sogar bedruckt, unsere Feuerlöscher. Ja, genau. Na, die Feuerlöscher, die finde ich auch sehr schön, die sind sehr gut geworden und wir haben gesagt, irgendwie wollen wir die ja noch ein bisschen verbessern und haben das probiert und haben da hier einen über den Tampondruck einen Druck aufgebracht. Wo man jetzt wirklich, wenn man sich das echt unter der Lupe anguckt, sieht man das. Also ich finde es immer wieder faszinierend, was mit dem verarbeiteten Tampondruck, was da alles möglich ist. Die Filigranität, das heißt bei den Fahrzeugen auch. Und das kann man natürlich genauso gut mal für die Feuerlöscher einsetzen. Und da haben wir hier ein Sortiment zusammengestellt, große und kleine. Und geht also auch für TT, ist nicht nur für H0 geeignet. Und wir legen da einfach die Feuerlöschtafel mit bei. Ja, stimmt, die ist dabei, die Feuerlöschtafel. Die Feuerlöschtafel ist dabei. Das ist halt ein Spritzteil aus dem Ganzen. Dort kann man den Effekt, kann man das einfach das noch ein bisschen supern, wenn man da die Schaufel und sowas etwas ein bisschen farblich gestaltet. Richtig, ein bisschen altern. Genau, und solche Sachen, gerade in Betrieben hing das ja sehr, sehr oft. Stimmt. Ne? Und damit kann man Ausgestaltung nach vorne bringen. Ja, 42661 hier die artige Nummer für unsere Neugierigen. So, jetzt kommen wir in den Bereich TT und da haben wir ja wieder, wir haben noch was vergessen, glaube ich. Und zwar einen Lader haben wir vergessen, ne? Genau. Den können wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist ein Lader T172 in Mintgrün. Genau. Wir haben den in Mintgrün, gab es den ja in der Spurweite TT letztes Jahr, war dort sehr beliebt. Nicht lange da, ja. Wie hat der eine Händler mal gesagt, er ist irgendwie bei uns verdampft. Genau. Das fand ich sehr schön, der Ausdruck. Und ja, wir hatten ja in H0 schon mehrere Lader, also zwei gab es schon mal. Richtig. Und die Varianten, die jetzt da waren, die sind jetzt abverkauft und da kommt einfach eine neue Variante. Und wir haben halt hier mal auch mal die Farbe mit dem Mintgrün gewählt und der rot-weißen Bedruckung. Genau. Die Artikelnummer ist hier die 41685. Ja, ist eigentlich wie die bekannten Lader, andere Farbvariante und genau. Mit also, Aufdruck. Ja, ne, der Druck, das Oberteil ist natürlich drehbar, bei H0 ist ja die Achse ist lenkbar, genau. Die Räder rollen, ne, Gummibereifung, die Fensterscheiben sind geöffnet darstellbar, die Tür ist geöffnet darstellbar, also das ist schon High-End. Richtig, aber jetzt TT. TT kommt ja dieses Jahr wieder sehr gut weg, habe ich das Gefühl. Ja, also ich finde es schon sehr ausgeglichen. Wie gesagt, es ist ja noch nicht alles. Ne? Das stimmt. Es wird sich ja übers Jahr noch das ein oder andere Produkt dazugesellen. Richtig. Was, denke ich mal, auch so für den einen oder anderen dann was Schönes sein wird. Also wir haben ein ganz großes Thema, das ist S-Bahn und Hochbahn. Ja. Kann man das so sagen? Genau. Ne? S-Bahn, also Stadtbahn.
Genau. Das Thema haben wir schon lange bei uns so ein bisschen auf dem Wunschzettel stehen und haben es aber immer wieder verschoben, weil das einfach wirklich ein großes Thema ist. Genau. Was jetzt, sagen wir mal, nicht mit ein, zwei Bausätzen abgetan werden kann, sondern da gehört ja mehr dazu. Und ja, vor allem Rollmaterial, ne? Rollmaterial, da gibt es ja jetzt eine Ankündigung seit vorigem Jahr schon. Ne? Kommen wir gleich nochmal dazu, wer das ist. Ja. Na? Ja, und was bringen wir? Wir bringen einen neuen Bahnsteig. Genau. In TT. Als erstes kommt der neue Bahnsteig, ein Mittelbahnsteig, der auch sich wirklich mal Mittelbahnsteig nennen darf, weil der einfach die passende Breite dazu hat. Mhm. Und da will ich aber gleich noch sagen, der Bahnsteig, der ist jetzt nicht nur für S-Bahn geeignet. Ne? Ja. Also der Bahnsteig geht genauso für alle anderen, sagen wir, Regelbahnen. Und wir haben den jetzt hier nur so ein bisschen dargestellt, dass halt die S-Bahn dahinter steht. Wir werden es auch auf Messen dann präsentieren. Wir haben das Handmuster, was wir dazu gebaut haben. Da sieht man das dann auch. Also da geht genauso gut für die andere Spurweite. Der hat jetzt wie die Modelle in H0 und N, hat er die gusseisernen Säulen nachgebildet. Mhm. Er hat ein bisschen eine Wölbung, wie es im Original ist. Also der Mitte des Bahnsteigs ist ein bisschen höher, ne, und fällt nach den Außenseiten ab, genau, wie es im Original ist, dass das Wasser abläuft. Richtig. Und gerade die Säulen, das ist halt so jetzt so filigran, das ist halt einfach eine richtig gute Sache, und viele, viele TT-Fans haben jetzt auch schon danach gefragt, wenn kommt denn sowas endlich mal für unsere Spurweite? In H0 habt ihr es schon, in N habt ihr es schon. Genau, Bahnsteig ist ein leidiges Thema gewesen. Ja. Und ich hoffe einfach, oder ich denke schon, dass wir da jetzt hier unseren TT-Fans wirklich wieder ein Schmuckstück an die Hand geben können, um dort einfach das Thema Bahnsteig, Bahnhof einfach wirklich schön umzusetzen. Genau, das Ganze hat die Artikelnummer 13355. Das ist der Bahnsteig mit Überdachung, und den gibt es dann nochmal ohne Überdachung. Genau, als Erweiterung. Genau, als Erweiterung die 43688. Genau, die beiden Modelle sind so aufgebaut, dass wir, sagen wir, als Grundlage kommen ja dort unsere Bahnsteigkanten zum Einsatz. Genau. Und somit ist es, sagen wir, also die beiden Modelle lassen sich ohne Probleme miteinander kombinieren, verlängern, und wer das möchte, kann das auch, sagen wir, im Selbstbau noch weiter verlängern. Ja, und dann kommt natürlich passend dazu eine Bahnsteigausstattung, die dann schon sehr S-Bahn-lastig ist. Ja. Erzähl mal, was da alles dabei ist. Ja, also nochmal, bevor wir zu der S-Bahn-Bahnsteigausstattung kommen. S-Bahn-Bahnsteigausstattung, ja. Zu dem Bahnsteig kann man auch ganz normal unsere Bahnhofsausstattung nehmen. Das stimmt, genau. Ja, und das ist für die Normalbahn. Und dadurch, dass wir gesagt haben, Thema Stadtbahn, haben wir dann eine Ausstattung dazu konzipiert jetzt, die schon spezifische Sachen enthält, die dann für die S-Bahn geeignet sind. Genau. Ja? Also ja. Was ist da so dabei? Erzähl mal. Ja, also auf jeden Fall haben wir wieder Sitzbänke. Ja, die sind ja halbwegs gleich. Werbetafeln. Was dann wieder spezieller sind, die Zuganzeiger und verschiedene Markierungen und Schilder, die jetzt speziell nur bei der S-Bahn sind. Ja, also dann die kommen da mit rein. Unsere zwei Häuschen. Genau. In Weiß. Ja, ne, da warst du jetzt zu schnell. Ja. Ne? Wir haben ja oftmals auf dem S-Bahnsteigen stehen ja die Imbiss- oder Informationshäuschen, die sind ja in weißer Optik mit grünem Fachwerk. Und das haben wir jetzt hier auf der Bahnsteigausstattung mit umgesetzt. Die kann man tatsächlich auf der Berliner S-Bahn in einigen Stationen noch sehen. Da die stehen die noch. Die stehen noch. Die sind original gesehen, noch dort. Deswegen, ja. Na, das ist wirklich ein schönes Vorbild. Und ein Highlight, was wir noch gar nicht gebracht haben, ist ein Fahrkartenautomat. Ich bin genau. Total begeistert. Ja, oft gewünscht, ja. Ne? auch von dir. Naja, und war aktuell noch nicht in H0, aber in der Richtung stimmt schon mal. Genau, na, ja, also wenn es dann, sagen wir jetzt mal so weit, wenn wir den NTT jetzt hier mit anbieten, dann wird sich das natürlich dann irgendwann auch mal für H0 oder für N mit integrieren lassen. Und nee. Die, ist der gedruckt oder ist der mit Dekoration? Das steht jetzt noch nicht 100% fest. Okay. Na, das sind wir noch an der Entwicklung. Und das werden wir einfach das Passende für uns finden. Na, wir sind, wie gesagt, der Werkzeugbaukonstruktion, die sind drüber. Und je nachdem, wie sind die Platzverhältnisse auf dem Werkzeug, passt irgendwo noch mit dran. Kommt es darauf an, ob wir sagen, wir drucken den
in 3D-Druck, das glaube ich aber eher nicht. Es wird schon ein Kunststoffteil sein und da geht es halt dann drauf, bedruckt man den mit mehr Farben oder legt man Dekoration bei. Das, sag mal, kann man dann ja auch über die Dekoration noch ein bisschen flexibler halten. Es gibt ja nun nicht nur die Berliner S-Bahn, es gibt ja auch noch andere Städte. Und das, wie gesagt, sobald das dann fertig ist, werden wir hier auch wieder drüber reden, im Podcast. Genau. Ja, und natürlich dann auch die richtigen Bilder. Das Ganze kommt übrigens im Sommer dann, ne? Das ist eine Sommerneuheit. Genau. Das Thema Stadtbahn. Alles Thema Stadtbahn kommt im Sommer. Ihr werdet morgen, wenn ihr euch den YouTube, also unseren Auhagen-Treff morgen anschaut, auf Auhagen.tv, da können wir die ersten Werkzeuge und die ersten Teile von dem Bahnsteig schon zeigen. Ja. Der ist schon im Werkzeugbau ganz gut fortgeschritten und da könnt ihr schon mal gucken. Die Artikelnummer ist hier die 13356. Und was für eine richtige Stadtbahn ist, wie zum Beispiel jetzt Berlin oder Hamburg, hat man ja eine Stromschiene. Ja, ne? Für die S-Bahn, klar, ne? Die brauchen eine Stromschiene. Und die machen wir hier mit dazu. Natürlich in ausreichender Länge. Es gibt natürlich die Anfangsendstücken, die Entkoppler sind mit dabei. Also alles das, was halt wirklich in echt auch dazugehört. Und das ist auch so konzipiert, dass wir das an normalen Gleisen mit anbringen kann. Wir passen da schon auf, dass das, sagen wir, der Profilform entsprechend nicht irgendwo in irgendwelchen Wagen oder Lokomotiven kollidiert. Ne? Ich habe ja die Konstruktion hier mal mitgesehen, da war da gerade eine Konstruktion, wo das entwickelt worden ist. Also das ist ja auch sehr filigran, das Ganze, ne? Und wirklich sehr technisch auch wieder. Ja. Also wirklich ein Highlight, was man wirklich an das Gleis bringen kann und was so ein bisschen Unterscheidungsmerkmal doch ist. Ne? Genau. So, und das Ganze ist ja so ein bisschen, erstmal die Artikelnummer noch für die Stromschiene, die 43689, ganz wichtig, ist ja so ein bisschen auf diese S-Bahn von Kest, die kommen soll. Ja. Ausgelegt. Genau. Ja, mehr oder weniger. Ja, na, also nachdem wir das natürlich dann auch gesehen haben, dass die Firma Kress in der Richtung einen Triebwagen ankündigt, haben wir gesagt, ja, das passt. Jetzt können wir endlich unsere Idee auch mit umsetzen. Genau. Dann würde das natürlich sehr gut zusammenpassen. Und da freue ich mich schon drauf. Und das ist eine Sache, also da bin ich echt am Überlegen, ob ich mir nicht doch auch wieder was mal irgendwie hinstelle in die Richtung. Ich meine, meine TT-Bahn ist natürlich ein bisschen älter, aber das ist was, das reizt mich schon. So, und in Zukunft könnte dann ja noch ein bisschen mehr kommen, ne? Kannst du schon was dazu sagen? Ja, kann ich auf jeden Fall. Was da noch kommen könnte? Ihr werdet das auf Messen sehen jetzt, auf jeden Fall jetzt. Da kommen wir noch dazu in Dresden das erste Mal. Wir haben den Bahnsteig ja auf einem kleinen Diorama aufgebaut. Und da sieht man schon noch mehr zu dem Thema Stadtbahn. Da kommen Arkaden dazu. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Na, verschiedene, sagen wir, verschiedene Ausführungen mit Durchgang, mit Geschäften. Na, das ist auf jeden Fall mit vorgesehen. Es ist jetzt noch nicht komplett angekündigt oder wir haben es jetzt noch nicht mit angekündigt, weil wir einfach noch nicht genau wissen, wie lange brauchen wir für die Entwicklung, für die jetzigen Sachen. Ob das dieses Jahr noch wird, Anfang nächsten Jahres oder wie auch immer. Wie gesagt, wir wollen da auch ein System entwickeln, was dann natürlich für alle verwendbar ist, genau, dass wir uns jetzt keine Möglichkeiten verbauen. Es wird mal eine Brücke mitgeben. Es wird noch verschiedene Bahnsteigabgänge können mit dazukommen. Ja, es ist auf jeden Fall vorgesehen, dass man dann auf den Arkaden und auf die Stadtbahn auch Hochleitungsmasten mit integrieren kann. Also wie gesagt, am besten mal auf einer Messe vorbeikommen, wo wir das mit da haben und dann könnt ihr euch das angucken und dann können wir auch dazu ein bisschen was erklären. Also das ist ein großes Thema, was uns jetzt ein Stück weit auch die nächsten Jahre mit begleiten wird. Und nicht nur die Stadtbahn, aber halt es wird immer dazu irgendwie was mitkommen. Genau, nur. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen was im Fahrzeugsegment, im TT-Bereich. Mhm. Und bevor ich jetzt zu dem komme, was ich mir kaum traue zu sagen, fangen wir lieber mal mit der 43682 an. Das ist der Multicar M25 Hochbordkipper. Mit was für einem Aufdruck? Ja, also dort haben wir das Thema Bekohlung nochmal. Wir haben da ein Muster mal gesehen oder wir haben ein Originalbild, wo das so aufgedruckt war, was halt so ein cooler Händler alles so mit sich führt an Produkten oder was man bei ihm erwerben kann. Und das haben wir einfach mal aufgedruckt. Also das haben wir uns jetzt nicht so ausgedacht. Das ist in echt auch so rumgefahren. Mhm. Und ja, ne, das Thema Bekohlung ist sowieso immer, oder Kohlehandel ist immer ein,
ein heißes Thema. War ja auch bei Hanoi ein super Thema, ne? Also das ging ja echt gut. Und da haben wir einfach eine Ergänzung und können wir da schön, sagen wir, das passt in jedes Stadtbild, das passt in jedes Bahnbetriebswerk, also sagen wir, zum Thema Bahn, na, Kohle wurde immer mit der Bahn angeliefert und da halt zum Weiterverteilen der Multicar. Und ja, um den Multicar zu beladen. Ja, jetzt böse. Ja. Dann brauchen wir ja einen Lader. Genau, und jetzt wird mir aber ein anderer Lader kommen. Genau. Und zwar ein T-170 Kohlehandel. Ja, ne? Und das, sagen wir, ist, sagen wir, der Vorgänger von dem T-172, genau, wo wir schon zwei Varianten hatten. Jetzt der 170. Ansonsten ist der wie bei den anderen beiden halt auch gleich. Die Achse ist nicht wie bei Hanoi einlenkbar. Mhm. Ne? Das haben wir schon, sagen wir, absichtlich so weglassen müssen, oder besser gesagt, es ließ sich nicht so einfach konzipieren oder umsetzen. Ja, man muss es ja auch noch bauen können. Ja. Ne? Also das ist und immer die, so ein Ding. Die ersten Reaktionen von vielen von euch, die haben schon gesagt, ja, das ist für den einen oder anderen schon Grenzwert. Speziell. Ist Grenz. Also die, ja, wenn man so in den Gruppen geguckt hat, dann haben die Leute gesagt, für die Kran alles geil, aber es ließ sich echt schwer bauen, ne? Weil es halt wirklich... Na, man muss auf jeden Fall sich die Zeit zu nehmen, genau, man braucht Zeit passende nehmen, Werkzeug. Nicht auf dem Teppich. Ne? Es ist ja. Und es ist nicht ein Anfängermodell. Ne? Nee, also man stimmt. Sollte nicht damit anfangen, aber es ist jetzt nicht so, dass man Angst davor haben muss. Jeder, ne? Sollte mal also auf jeder, Fall. Der ein klein Kling wenig... hat es ja fast jeder. Genau, ne? Ja, wenn man ein klein wenig Modellbauerfahrung hat und dann weiß, wie man, sagen wir, die Teile abtrennt oder mit Leim umgeht, dass man da jetzt nicht großflächig Leim aufträgt, sondern lieber weniger als mehr. Ja, genau. Na, für den ist das natürlich kein Problem. Also das ist jetzt... Nicht so, dass es bloß für Spezies ist. Also der wichtigste Tipp ist, glaube ich, sich Zeit lassen. Genau. Na? Na? Und das geht auch hier. Ansonsten, ja, der Lader und der Multi, die kommen halt im März jetzt schon. Und wie bei dem anderen TT-Lader ist die Schaufel diesmal auch wieder im 3D-Druck. Genau, das wollte ich noch fragen, 3D-Druck-Schaufel. Ja, und dann wird es eingefärbt, aber das funktioniert wunderbar. Die 43683 hier die Artikelnummer. Und ein ganz wichtiger Hinweis wieder für den Multicar und für den Lader sind wieder Einmalauflagen. Genau, ne? Ja. So wie die anderen Sachen auch, haben wir hier eine gewisse Stückzahl produziert oder wir sind noch dabei, ja, die zu produzieren. Und ja, wenn es alle ist, ist weg. Ist weg. Ja. Es wird was Neues kommen, aber ja, nicht so. Ja. Auch hier die Figur der Verkehrskontrolle ist identisch, oder? Ja, ja, ne? Genau. Ist das gleiche von den Figuren her wie in H0. Also nicht die gleiche Größe, sondern ja, die gleiche Haltung der Figuren. Und halt unbemalt. Die Verkehrskegel sind dabei. Und guckt euch morgen mal unseren Auhagentreff an. Genau. Da haben wir einen Tipp mit eingebaut, wie man wirklich die Figuren auch einfach bemalen kann. Das ist nicht schwer. Also, da bin ich echt gespannt, weil das ist so ein Ding, da habe ich mich auch noch nicht angetraut. Ja, nee, einfach ausprobieren und ansonsten, ja, wenn Fragen sind, zwecks Farbe und Technik und so weiter, gerne bei uns den Marco fragen. Ja, ja, genau. An funk@auhagen.de übrigens, kommt direkt bei mir raus. Genau. So, das war's jetzt mit TT erstmal für das erste Halbjahr und jetzt könnten wir zu den N-Bahnern kommen. Ja, kommen wir ja auch. Kommen wir auch. Okay, dass dann wir noch nichts zeigen können, noch nichts sagen können. Also die Neuheiten für die Nenngröße N, die werden wir im Sommer mit ankündigen. Genau. Es ist auf jeden Fall was geplant. Wir haben euch nicht vergessen. Es kommt dort auch was. Was richtig Gutes. Es kommt was richtig Schönes, ja. Und es wird auch wieder ein Thema sein. Es sind mehrere Produkte, die zu einem Thema zusammenpassen. Ich werde jetzt noch nicht verraten, was es ist. Ja, es wird uns vielleicht sagen können, dass es ländlich wird. Es wird auf jeden Fall ländliches, ja. Wird ländlich und es wird was absolut Neues, was man noch nicht so hatten. Genau, es ist eine komplette Formneuheit, so eine Neuentwicklung. Und da freue ich mich auch schon drauf, wenn die dann soweit ist und ich die präsentieren kann. Ja. Weil das wirklich ein schönes Modell. Ja. Definitiv. Also das und wird wie gesagt, nochmal ein Highlight. Wir haben die Endbar noch nicht vergessen, um Gottes Willen. Wir bereiten das nur professionell vor. Genau. Und lasst euch überraschen. Richtig. Also unbedingt da nicht den Kopf in den Sand stecken. Gibt es was richtig Gutes in der zweiten Jahreshälfte. Genau. Okay, dann habe ich gesagt, geheime Neuheiten wollen wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und da hauen wir ja gleich einen raus zur Messe jetzt in Dresden. Genau. Wir haben ja voriges Jahr kurz vor Weihnachten noch unseren in der Spurweite TT, den Robur, ausgeliefert. Ja.
Und wir bringen jetzt das erste Mal dann zu Dresden eine neue Farbvariante. Es ist jetzt nochmal das Modell mit dem Kasten. Und zu Leipzig, Quatsch. Zu Dresden, Leipzig ist auch schon ein Stückchen hin. Ja. Zu Dresden haben wir das Modell dann auch mit. Der wird quasi jetzt noch gerade eingepackt und geht dann morgen mit auf die Messe und ist dann für euch verfügbar ab Freitag. Und ist eine blaue Variante mit einem Werbeaufdruck. Ja, und ja. Sieht gut aus. Also wir haben jetzt gerade auf einem Bild vor uns liegen. Na, also man muss sich vorstellen, also der Aufbau ist, oder der Karosserie ist in einem ziemlich satten Blau. Wir haben einen Aufdruck drauf von Revitex. Revitex. Ja, das ist eine große Wäscherei, ja. Ja, im Raum Berlin. Und dazu hat er weiße Felgen, die vordere Stoßstange ist weiß. Das sieht schon cool aus. Ja, und das ist wirklich eine schöne Sache. Und ja, Einmalauflage, kommt also bei Zeiten und holt euch mal den Robur in Blau. Jetzt haben wir die Messe so oft angekündigt. Messe sollten wir vielleicht nochmal drüber sprechen, jetzt in Dresden. Ist ja die Erlebnismodellbahn in Dresden, die findet statt vom 9. bis 11. Februar. Also dann ab übermorgen. Genau. Ne? Da ist immer so für uns die erste Verbrauchermesse im Jahr. Dort stellen wir das erste Mal immer unsere Neuheiten auch dem Endverbraucher, dem Publikum vor. Ne? Nürnberg ist ja nicht mehr oder es war jetzt den einen Tag oder zwei Tage offen für die Endverbraucher. Aber das Thema Nürnberger Messe ist eh so ein bisschen ein Thema, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal wieder auf Dresden. Und Verbrauchermessen. Verbrauchermessen sowieso. Stellen uns da euren Fragen. Kommt vorbei. Da seht ihr das erste Mal unsere Neuheiten. Und Dresden ist immer, klar, für uns ein bisschen Heimspiel. Ist eine etwas kleinere, aber sehr feine Messe. Viele Ausstellungen auch. Ja. Also viele Anlagen kann man sich angucken. Es ist wirklich, sag mal, von der ganz großen Echtdampfbahn bis ganz zu klein ist dort trotzdem alles vertreten. Sehr viele Vereine. Es ist immer sehr viel tschechisches Publikum. Tschechische Aussteller sind natürlich sehr viel da. Klar gibt es viele Händler. Es gibt auch viele andere Aussteller, die mit dabei sind. Und das ist immer eine, kann man schon fast sagen, familiäre Sache dort. Mhm. Also wir sind sehr, sehr gerne in Dresden. Da funktioniert immer alles gut. Und dementsprechend würden wir uns natürlich freuen, wenn er den Weg auch dahin findet. Wir sind in der Halle 4 am Stand D14 und am 9. werden wir beide dort sein, ja, habe ich gehört. Genau, du bist am Freitag auch mal mit dabei. Ja, da können wir euch, also sozusagen, könnt ihr uns noch mal persönlich Fragen stellen und wir können dann entsprechend mal gucken, ob wir euch da weiterhelfen können. Ja. Wir haben ganz viel oft vom Auchhang-Treff geredet, der wird morgen auf YouTube zu sehen genau. sein. Genau, morgen ist Veröffentlichung 19 Uhr. Genau. Beginnt das und da haben wir quasi jetzt auch über die ganzen Neuheiten, die wir jetzt vorgestellt haben, haben wir dort gesprochen. Da seht ihr dann auch Bilder dazu und ja, allgemein noch, so wie der Auhagentreff halt immer ist, was gibt es Neues. Tipp, mit einem Modellbautipp. Genau, unser Alex ist wieder mit von der Partie und da zeigt uns da, wie er hat da im Robur, hat er schon Licht eingebaut. Was also das war, ne? war ja gleich das Erste, nachdem der rausgekommen ist, ne, so ungefähr. Die Teile wurden noch gar nicht richtig verschickt. Da hatte der Alex schon sein Licht drin. Ja, ne? Licht schon. Und das muss ich schon sagen, das kann der halt so gut und das sieht richtig cool aus. Und dadurch, dass die Blinker und die Lampen, dass das separat eingesetzt wird, kannst du damit echt was machen. Und das ist wirklich wunderbar. Provoziert es ja schon fast, dass man das macht. Ja, ne? Genau. Ne? Ja. Ne. Ja. Nee, also von daher, das ist eine interessante Sendung sicherlich wieder. Schalt einfach mal rein. Genau, morgen auf YouTube. 19 Uhr auf TV. Ist Start. Gut, da sind wir durch. Wir haben es für diese Folge. Genau. Wir haben uns nächstes Mal Anfang März und bis dahin. Da, genau, werden wir so ein bisschen was erzählen, wie die Messe in Dresden so war. Genau, für die nicht kommen können. Dann sind wir kurz vor Neuheiten, sind wir dann ja schon fast. Dann wissen wir genau, wann die Neuheiten genau dann in den Handel kommen. Richtig. Ne? Und ja, es wird bis dahin auf jeden Fall wieder was passieren. Denke ich. Ja. Alles klar. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst eine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast da. Schreibt einen Kommentar unter YouTube oder schreibt uns eine Mail. Genau. Dass wir ein bisschen Feedback kriegen, wie euch das auch hier gefällt, das Format. Na. Okay. Genau. Sehr schön. Vielen Alles Dank. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's Dann. Gut. Jo, tschüss.